Hi Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titanfall 2. So, wir sind jetzt schon in der dritten Folge jetzt schon. Und wir müssen hier auf diesem Planeten weitermachen. Wir glauben, wir müssen so eine Energiezelle finden. Und ich hoffe mal, dass wir die jetzt bald finden werden. So, schauen wir doch mal. Irgendwo ist hier ein komischer Kauz, der auf mich schießt. Ich sehe ihn aber nicht. Doppelsprung online. Okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall dort runter, aber ich sehe den Typi nicht, der auf mich geschossen hat. Okay, die waren ja noch hinter uns gestanden, oder besser gesagt vorher neben uns. Aber jetzt steht da keiner mehr. Jetzt stehe nur noch ich hier. So, Space, Space, alles klar. Haben wir kapiert. Die blöde Drohne. Das Viech auch gleich, das Viech auch. Nein, stelle ich mich wieder an hier. Gibt's ja gar nicht. Muss ja ein bisschen aufpassen hier, sonst. Ja genau, greift ihn mal an. Dann brauche ich das nicht machen. Komisches Gewächs hier alles, Wahnsinn. Aber schaut geil aus. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sie sich auf Typhon befinden. Dieser Planet wird von der IMC kontrolliert. Aber es gibt außerhalb unserer Anlagen viele wilde Kreaturen. Und die Wildnis können wir nicht kontrollieren. Ergeben Sie sich. Dann garantieren wir Ihre Sicherheit. Als Kriegsdienst. Die Freiheit des Krieges.
Okay, ich schieße mal die Drohnen hier weg. Würde jeder von uns alleine kämpfen, hätte gegen die Eins keine Chance. Achtung, die James McDermott wurde entlang um eine INC-Forschungseinrichtung auf Teilchen zerstört. Ihr seid alle hier, weil ihr Teil von etwas Bedeutendem sein wollt. So, nehmen wir die Batterie hier. Würde jeder von uns alleine kämpfen, hätte gegen die Einzige keine Chance. Okay, kehre mit der Batterie zum Captain zurück. Achtung, die James McGarlett wurde entlang um eine INC-Forschungseinrichtung auf Teilchen zerstört. Sieht mal ganz voll, bloß dreiviertel voll oder so. Machen wir lieber gleich, da weil die ganz schön heftig sind, die Viecher. So, wo geht's lang? Zeig mir mal den Weg. Okay. Der Vanguard-Klasse. Die Dinger. Wir sollten es. Sprechen uns verortet. Wir werden angegriffen. Alles klar. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. So, okay. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Wie setze ich die denn da ein jetzt? Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Hä? T oder was? Nee. Achso, auf die Seite. Okay. Du bist falsch gestanden. Energie bei 70%. Datenkern reinitialisiert. Okularsystem online. Fokuskorrektur. Sind Sie okay, Pilot? Ja. Yep. Ich denke schon. Halt. Hast du mich gerade Pilot genannt? Ja. Der verstorbene Captain Lester Moser hat Sie in den Rang eines Interimspiloten berufen. Glückwunsch zur Beförderung. Nennen Sie mich BT. BT? Na gut. Meine Systeme werden neu gestartet, aber eine dritte Batterie würde den Prozess beschleunigen. Ich bleibe hier. Boah, haben wir nochmal eine holen jetzt. Okay, dann holen wir uns noch. Unterstütze ich Sie über Ihr Handfunkgerät. Soweit möglich. Holen wir nochmal eine. An alle Mitglieder der Miliz. Die IMC gewährt allen, die sich ergeben, freies Geleit in die Strafanstalt von Angel City. Sie wären gut beraten, sich umgehend einem Suchtrupp der IMC zu stellen. Wie kommen die rüber? Pilot, ich rate davon ab, sich der IMC zu stellen. Die Sprachmusteranalyse besagt, dass sie lügen. Sektor 3, steht unter Beschuss, die IMC
Söldner, erste Sache. Ein Pilot! Nochmal zwei Schuss, sehr schön. Nochmal eine neue Knarre. Vermessungssysteme wurden reaktiviert. Durch den Überfall auf die 9. Milizflotte landeten wir weit von unserem eigentlichen Ziel. Dies ist feindliches Terrain. Seien Sie wachsam. Wir können nicht lange bleiben. Nein! Okay, probieren wir es mal. Boah, gerade noch geknackt, ey. Wir wissen, dass da draußen überlebende Anhänger der Miliz sind. Wir werden sie finden und einen nach dem anderen stellen. Bitte verlassen Sie Ihre Verstecke, solange Sie noch können. Wir haben überall Zutritt der IMC. Wenn Sie Widerstand leisten, werden Sie als gesetzlos klassifiziert und wir sind gezwungen, Sie zu töten. Ja, könnte mal probieren. Habt ihr das gehört? Überprüft! Okay, da hinten ist die Energiezelle. Eieiei. So. Tarnvorrichtung für Notfälle. Sie hilft Ihnen, gefährliche Situationen zu überleben. Oh. Schnell! Wie sind denn hier noch von denen? Mit dir. Leider nicht so viele Schuss drin hier. Aber Ruhe hier im Puff. So, jetzt rein da. Batterie holen. Batterie! Wir werden
So, schauen wir doch mal. Hier lang, oder? Wo geht's weiter? Unsere Freiheit steht auf dem Spiel. Da oben, oder was? Wo muss ich denn da hin? Wir kämpfen als Einheit, weil wir gemeinsam stärker sind. Nö, geht's auch nicht weiter. Irgendwo hier, oder was? Kein Plan, wo sie weitergeht. Hä? Diese Richtung müsste es doch eigentlich hier irgendwo weitergehen, oder? Finde ich den Weg schon wieder nicht, das ist wieder richtig toll. Es muss doch hier aber weitergehen, oder? Sehe ich den Weg jetzt hier nicht, oder was? Oh. Oh, Leute. Okay. So, und jetzt würde ich sagen, ab zum Piloten zurück. Also zum Titan besser gesagt. Das ist ein Helm, oder? Interesse sollten sie sich ergeben. Sie wollen doch sicher lieber von unserer Infanterie gefunden werden, als von...
Alter. Einen Helm habe ich auf jeden Fall. Das war mir wichtig. Unsere Position wurde geortet. Ich brauche auf jeden Fall mal Munition. Munition, Leute. Ich brauche Munition. Ich habe nicht mehr viel. Okay, sollen wir wirklich was holen? IMC-Speer-Drohnen. Feindliche Verstärkung ist unterwegs. Neuralverbindung muss umgehend hergestellt werden. Installieren Sie die letzte Batterie. Machen wir. Volle Energie. Yeah, baby. Wir müssen erst eine Neuralverbindung herstellen, Pilot. Bitte einsteigen. Geile Sache. Protokoll 1. Mit Pilot verbinden. Stelle Neuralverbindung her. Neuralverbindung hergestellt. Schütze Jack Cooper. Sie wurden als Interimspilot von BT-7274 bestätigt. Protokoll 2. Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Achtung, feindliche Einheiten nähern sich. Protokoll 3, den Piloten beschützen. Initialisiere kritische Systeme. Vortex-Schild online. Der Vortex-Schild absorbiert Projektile und Raketen. Lassen Sie die Taste los, um absorbierte Objekte auf den Gegner zurückzuwerfen. Geil. Kapsel ist online. Diese auf der Schulter montierte Raketenbatterie erfasst mehrere feindliche Ziele. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, desto mehr Ziele werden erfasst. Geile Sache. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle aber einen Cut und schauen auf jeden Fall, Fall in der nächsten Folge an, wie es hier weitergeht. Jo, Titan ist nicht schlecht, würde ich sagen. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen. Genau, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.